Herzlich willkommen zum ersten Video zum Arbeitsblatt Lineare Funktionen, wo wir tatsächlich mit dem Arbeitsblatt arbeiten werden. Das Arbeitsblatt, falls du es noch nicht hast, kannst du auf der Website, die du hier eingeblendet siehst, finden. Also da findest du eine Menge Arbeitsblätter, aber du musst halt nach dem Arbeitsblatt Lineare Funktionen suchen. Was brauchst du für dieses Video? Ein bisschen Vorkenntnis, so wie immer. Insbesondere solltest du wissen, wie eine Geradengleichung ausschaut. Und zwar, dass eine Geradengleichung die Form y ist gleich k mal x plus c hat. Außerdem solltest du wissen, was eine Funktion ist. Zur Wiederholung, eine Funktion weist jedem Element der Definitionsmenge genau ein Element der Wertemenge zu. Falls du da eher bei diesen beiden Sachen ein bisschen unsicher bist, es gibt zu beiden ein Arbeitsblatt dazu, das du ebenfalls auf der Website findest. Also es gibt das Arbeitsblatt Geradengleichungen und es gibt das Arbeitsblatt Funktionen. Da gibt es auch einen Videozyklus dazu. Letzteres ist übrigens eines meiner Lieblingsarbeitsblätter, die wir im Projekt haben. Deine Ziele für dieses Video sind diese beiden Sachen, dieses Vorwissen, was du hast, zusammenzuführen und zu verbinden. Und du wirst danach lernen, dass eine Funktion der Form f von x ist gleich k mal x plus d, lineare Funktion heißt. Außerdem wirst du erkennen, dass der Graph einer linearen Funktion eine Gerade ist. Na gut, genug Vorarbeit geleistet. Schauen wir uns das Arbeitsblatt selber an. Und zwar gleich einfach das allererste Kasterl. Das schaut so aus, aber wir beschränken uns zuerst einmal auf die obere Hälfte von diesem Kasterl. Wie gesagt, erinnere dich daran, dass die Lösungen, also die Paare xy von einer Gleichung, die ausschaut, irgendwie y ist gleich k mal x plus d oder was Äquivalentes davon, dass diese Lösungen alle auf einer Geraden liegen. Zum Beispiel hast du hier die Gleichung y ist gleich 7 Viertel mal x minus 2 und die Lösungen siehst du hier rechts im Bild als blaue Linie angezeichnet. Und wie du siehst, ist diese blaue Linie eine Gerade. Zum Beispiel, also so eine Gerade besteht aus vielen Punkten, zum Beispiel den Punkt A, den du auch eingezeichnet siehst. Der Punkt A hat die x-Koordinate 3. Was ist seine y-Koordinate? Richtig ablesen kann man es nicht, aber wir können es berechnen. Und genau das hätte ich gern, dass du jetzt tust. Es wird immer wieder solche Arbeitsaufträge geben, die kennst du vielleicht aus anderen Videozyklen auch schon, aber ich erkläre es trotzdem nochmal schnell, wie das funktioniert. Du siehst den Arbeitsauftrag und ich gebe dir danach immer 3 Sekunden Zeit, wo du das Video pausieren kannst. Mir ist schon klar, dass du in 3 Sekunden meistens nicht so ein Beispiel lösen kannst. Aber das ist so die Zeit, die ich dir gebe, um es zu pausieren. Dann kannst du dir nämlich genug Zeit nehmen, um noch einmal die Sachen zu wiederholen, die du gerade gelernt hast, oder noch einmal Sachen nachzuschauen, die du vielleicht nicht mehr ganz genau im Kopf hast, oder um dir einfach Gedanken zu machen, oder mit einem Kollegen drüber reden möchtest. Und genau dafür sind diese 3 Sekunden da. Also wie gesagt, jetzt 3 Sekunden Zeit zum Passieren. So. Natürlich wäre ich ein guter Coach, wenn ich dir danach nicht sage, wie es ich gemacht hätte. Deswegen, nach diesen 3 Sekunden, werde ich jedes Mal es selber einmal lösen. Also ich werde quasi jedes Mal den Arbeitsauftrag, den ich dir gebe, selber auch machen. So wie jetzt. Dann gehen wir es an. Dann berechne ich halt auch mal die y-Koordinate von Punkt A. Also wir haben diese Gleichung. Y ist gleich 7 Viertel mal x minus 2. Und wir müssen die... Mit der müssen wir arbeiten. Und zwar schauen wir uns die x-Koordinate an und setzen hier einfach 3 ein. Und dann brauche ich es nur abschreiben. Und dann schaut das so aus. Und ich habe hier jetzt y a geschrieben, um zu betonen, dass es wirklich der y-Wert vom Punkt A ist und nicht irgendein y-Wert auf diesem Graphen. Und du siehst, ich habe hier statt x 3 eingesetzt. Naja, jetzt ist es eine Rechnung, die ich lösen kann. 7 Viertel mal 3, das ist 21 Viertel. Und minus 2 müssen wir dann noch abziehen.
Aber bevor wir das tun, rechnen wir mal 21 Viertel aus. Wenn ich das tue, dann bemerke ich, dass das 5,25 ist, wo ich immer noch 2 abziehen muss. Naja, und wenn ich von 5,25 2 abziehe, das geht fast im Kopf, dann kommt 3,25 heraus. Das heißt, YA ist gleich 3,25. Und wenn du rechts nochmal in der Zeichnung schaust, das passt ja relativ gut. Weil man sieht, das A ist ein bisschen über 3. Ob das genau ein Viertel war oder nicht, das hätte man mit bloßem Auge wahrscheinlich nicht gesehen. Aber wenn man weiß, dass es ein Viertel ist, dann ergibt das schon Sinn. Also können wir sagen, das passt. So, schauen wir uns jetzt die zweite Hälfte von diesem Kassel an. Da ist ein bisschen mehr Information. Wir können jede Stelle x betrachten und werden immer einen y-Wert finden. Und zwar genau einen. Es wird nie einen x-Wert geben, wo die Gerade irgendwie so doppelt drüber liegt. Es ist immer nur ein Punkt dort, über dieser Stelle. Das heißt, wir können es als Zuordnung oder als Zuordnung auffassen. Das heißt, immer wenn ich einen x-Wert sage, weißt du sofort, welchen y-Wert ich gemeint habe. Und umgekehrt, wenn du dir einen x-Wert ausdenkst und mir nur den x-Wert sagst, kann ich mir ausrechnen, welcher y-Wert da dazu gehört. Und wir werden immer auf denselben y-Wert kommen, wenn wir mit demselben x-Wert gestartet haben. Das heißt, dieses y hängt direkt von unserem x ab. Und um das zu betonen, schreiben wir oft so ein x in Klammer. Das heißt, wir schreiben dann y, Klammer auf, x, Klammer zu. Und sprechen tun wir y von x. Also das y hängt von x ab. In diesem Falle wäre y von x gleich 7 Viertel mal x minus 2. Schauen wir uns gleich das zweite Kassel an. Das geht auch noch recht gut dazu. Wir können statt dem y auch ein f schreiben, um zu betonen, dass das eine Funktion ist. Strukturell hat sich nichts verändert. Wir haben einfach nur einen Namen verändert. Aber wie wir das nennen, das ändert ja an der Mathematik dahinter nichts. Das heißt, statt y von x ist gleich k mal x plus d, können wir auch f von x ist gleich k mal x plus d schreiben. Und wenn wir so eine Funktion haben, die diese Struktur hat, dann heißt sie immer lineare Funktion. Dieses k und dieses d, das sind einfach Konstanten. Ja, irgendwelche Zahlen. Das könnte 17 sein, das könnte minus 3 Millionen sein. Egal. Und das x nennen wir das Argument der Funktion. Weil die Funktion direkt von diesem x-Wert abhängt. Also wenn ich einen anderen x-Wert einsetze, kommt ein anderer y-Wert, ja, oder Funktionswert heraus. Rechts siehst du so einen Funktionsgraphen. Gut. Da wissen wir jetzt nicht, was k ist und was d ist. Aber wir können ein paar Werte oder Wertepaare direkt aus dem Diagramm herauslesen. Dein Arbeitsauftrag ist jetzt, dass du diese Wertetabelle vervollständigst. Ich gebe dir wieder 30 Sekunden Zeit, damit du auf Pause drücken kannst. Na gut, fangen wir an. Schauen wir uns zuerst an, was passiert, wenn x 0 ist. Ja? Also wenn x 0 ist, dann muss ich auf der x-Achse zum Nuller gehen und dann von dort nach oben. Und dort, wo ich lande, am Funktionsgraphen, schaue ich dann, welche y-Koordinate dieser Punkt hat. Naja, das ist leicht, weil es liegt ja hier der Funktionsgraph, der schneidet ja hier die y-Achse. Das heißt, der Punkt, wo wir landen, zeigt mir gleich direkt an, wo ich bin, nicht bei 2. Das heißt, die y-Koordinate von diesem Punkt hier ist 2. Also noch einmal zur Verdeutlichung. Wenn unsere x-Koordinate 0 ist, dann ist unsere y-Koordinate 2. Immer bei dieser Funktion. Ja? Was passiert, wenn x gleich 2 ist? Naja, dann müssen wir 2 weiter nach rechts gehen. Dann schauen wir hier, dann gehen wir wieder nach oben und schauen, wo wir landen. Und dann schauen wir uns diesen Punkt an und schauen, wie weit wir nach oben gegangen sind. Naja, wenn wir hier hinüber schauen, sind wir genau 1 hinaufgegangen.
Das heißt, wenn das x gleich 2 ist, dann ist f von x gleich 1. So, beim dritten ist es ein bisschen andersrum. Da haben wir zuerst den Funktionswert und wir müssen schauen, welchen x-Wert wir dafür einsetzen können. Im Allgemeinen geht das nicht bei allen Funktionen, dass man da eindeutig einen x-Wert finden kann. Bei linearen Funktionen geht das aber. Und zwar schauen wir uns zuerst an. Okay, wir landen bei minus 1. Das heißt, wir müssen... Und erinnere dich dran, der Funktionswert entspricht ja quasi dem y-Wert. Das heißt, wir müssen hier diesen minus 1 auf der y-Achse suchen und dann nach rechts gehen, bis wir beim Funktionsgraphen wieder landen. Und jetzt schauen wir uns diesen Punkt an und schauen, welches x wir einsetzen hätten müssen, damit wir da gelandet sind. Naja, wenn wir hier nach oben schauen, wir hätten quasi 6 hinübergehen müssen, damit wir dann bei minus 1 landen. Danke fürs Mitmachen, ich hoffe, du hattest Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!